Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Legenden Arceus. Wir sind hier im Galaktik-Hauptgebäude und sollen mit zwei echt komischen Typen wohl sprechen. Denn wir kriegen einen neuen Auftrag. Und die haben, glaube ich, nicht ganz eine aneinander Meise, aber... wir schauen einfach mal nach, okay? Also, ich würde sagen, wir rennen mal zu denen und schauen, was die zu sagen haben. Erste Etage. Ich muss, glaube ich, noch eins höher. Ja, aber wir könnten hier gleich mal die Quest annehmen, oder? Hi. Grüß dich. Ah, du kamst wie gerufen. Ich suche einen Stein für meinen Einwecktopf. Würdest du mir dabei helfen? Er sollte auf den Topf passen und so schwer sein, dass mein Gemüse nicht heraustreibt. Allerdings werde ich so einen schweren Stein kaum alleine hochheben können. Daher sollte er sich am besten von allein bewegen. Ich glaube, so ein Kleinstein wäre optimal. Angeblich lieben welche bei der Geweihanhöhle. Fang doch bitte eins und bring es mir, ja? Ich warte zu Hause auf dich. Du kannst gleich hier bleiben, hab eins. Nein, bleib hier! Oh. Okay. Dann müssen wir die halt nachher besuchen. Ist auch gut. So. Hallo? Oh Gott, das sind die zwei Irren. Denn Boku, was gedenkst du gegen das in Rage geratene Axandor zu unternehmen? Es mag der Nachfahre eines Pokémons sein, das einst für das ehrwürdige Sinnoh kämpfte. Aber so kann es nicht weitergehen. Immer eins nach dem anderen, dir. Zeit ist ein wertvolles Gut. Wir sollten sie nicht verschwenden. Wie denkst du also, sollte ich mit einem König des Pearl-Clans verfahren? Deshalb bin ich ja hier. Wenn es um einen König des Pearl-Clans geht, sind uns vom Diamant-Clan die Hände gebunden. Sonst kommt es wieder zu einem Konflikt zwischen uns. So wie zur Zeit unserer Vorfahren. Wurden nicht auch einige eurer Leute verletzt? Willst du dieses Problem wirklich ignorieren? Will der Diamant-Clan damit etwa andeuten, dass wir uns selbst des Königs entledigen sollen, den wir vom Pearl-Clan verehren? Ich habe es zwar gedacht, aber nichts dergleichen gesagt. Wo ist da der Unterschied, du Tölpel? Ich würde zuerst gerne wissen, warum ein König wie Axandor derart die Kontrolle über sich verliert. Das wüsste ich auch gern. In der Geschichte des Diamant-Clan gab es so etwas zumindest noch nie vor. Du bist hier. Das ist Wolfen, das neue Mitglied unseres Forschungstrupps. Oh, Jana hat von jemandem mit diesem Namen erzählt, der damit dir's Gunst genießt. Dann bist du also derjenige, der aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen kam. Kaum zu fassen. Ich bin Diam, Anführer des Diamant-Clans. Offiziell heißt es wohl Oberhaupt, aber das klingt mir zu altbacken. Der Riss im Raum Zeitgefüge? Heißt das womöglich, du stammst aus dem Raum, in dem sich das ehrwürdige Sinnoh aufhält? Ich bin Berla, Oberhaupt des Pearl-Clans und für meine große Voraussicht bekannt. Bist du wirklich aus diesem Riss im Himmel gefallen? Ich kann das nur schwer glauben. Hier also mein Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir Axandor zuerst ihm überlassen? Du willst König Axandor einem unerfahrenen Neuling überlassen? Der behauptet, durch den Riss im Himmel gekommen zu sein? Ha, und wie lange bist du noch mal Oberhaupt? Als Oberhaupt zähle nicht die Jahre an Erfahrung, sondern der Wille, sich furchtlos der rauen Wildnis von Hisui zu stellen. Dann spricht ja nichts dagegen, diese Sache einem Neuling zu überlassen, oder? Mich hast du jedenfalls überzeugt, Dempoku. Das ist eine gute Gelegenheit, um euch Leute von der Galaktik-Expedition bei der Arbeit zu beobachten. Mal sehen,
wie hilfreich eure seltsamen Bälle tatsächlich sind. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Das ehrwürdige Sinnoh hat Hisui erschaffen, damit die Pokémon hier frei sein können. Wir sollten Seite an Seite mit ihnen leben und sie uns nicht untertan machen. Wir nutzen die Bälle nicht, um uns die Pokémon untertan zu machen, sondern um mit ihnen koexistieren zu können. Seht zu und ihr werdet es verstehen. Eine neue Mission wartet auf dich, Wulfen. Geh und finde heraus, was es mit Axandu aus sich hat. Verstanden? Als Fremder mit einer fragwürdigen Herkunft werden dir viele mit Argwohn begegnen. Ihr Vertrauen kannst du dir nur durch eines verdienen. Harte Arbeit. Ja, Chefe. Aktivieren. In der Tat. Und je schneller das passiert, desto besser. Verschwenden wir keine Zeit. Der König des Waldes, Axandor, ist ein Nachfahre der Pokémon, die einst vom ehrwürdigen Sinnoh ihre Kraft erhielten. Seine Stärke wird also in keinem Vergleich zu dem stehen, was du bisher erlebt hast. Der Diamant-Clan und der Pearl-Clan leben schon weitaus länger in der Hisui-Region. Als Außenseiter müssen wir von der Galaktik-Expedition uns darum bemühen, gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen. Verstehst du? Lass uns über die Mission des Expeditionsleiters sprechen, Wulfen. Komm in mein Büro. Ja, Ma'am. Muss ich noch vorher ein bisschen trainieren? Könnte schlimm enden. Also, bis jetzt endet es meistens schlimm für Bouts. Aber... Kommandantin? Wulfen? Professor Leben, die Auftragsbesprechung bitte. Well then, Wulfen, du sollst Axandor erforschen und herausfinden, warum es derart in Rage geraten ist, richtig? Dann wirst du es mit einem außergewöhnlich starken Pokémon zu tun bekommen. Mitglieder des Sicherheitstrupps, die von Axandor angegriffen wurden, haben versucht, Pokébälle auf es zu werfen. Aber sie hatten nicht den Hauch einer Chance, es zu fangen. Die aggressive Veranlagung mancher wilder Pokémon ist nichts im Vergleich zu seiner Rage. Ich will es mit aller Deutlichkeit sagen. Diese Mission birgt immense Gefahr. Bist du dafür bereit? Habe ich eine Wahl? Nein. Ich werde die nötigen Informationen mit dir teilen und du wirst die Mission erfüllen. Der Diamant-Clan und der Pearl-Clan halten die Pokémon, die sie Königinnen und Könige nennen, für Gesandte des ehrwürdigen Sinnoh. Die Orte, an denen sie sich bevorzugt aufhalten, tragen den Namen Hoheitsstädte. Dort bringen die Mitglieder der Clans ihnen Opfergaben dar oder richten Feste zu ihren Eiern aus. Vielleicht könnten wir mit Axandor fertig werden, wenn wir herausfinden, welche Opfergaben es bevorzugt. Wulfen, wir haben etwas mit dir zu besprechen. Die Sache ist die. Hinter dem Riss im Raum-Zeitgefüge befindet sich möglicherweise die Welt, in der das ehrwürdige Sinnoh weilt. Und das ehrwürdige Sinnoh, das wir vom Diamant-Clan verehren, gebietet über die Zeit. Dass du aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge gekommen bist, könnte bedeuten, dass du die Zeit selbst überwunden hast. An jemanden so Bemerkenswertes hätte ich ein besonderes Anliegen. Bitte erforsche Axandor nicht nur, sondern finde auch einen Weg, es zu besänftigen. Perfekt Timing, Diamant. Wir haben gerade genau darüber gesprochen. Oh, Sie sind der Professor, von dem man so viel hört, was? Freut mich. Ich hoffe, Sie können mir einiges beibringen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Der Pearl-Clan verehrt den König des Waldes zutiefst
Ich bin mir sicher, dass sie eure Hilfe begrüßen würden, auch wenn sie sich weigern, ausdrücklich darum zu bitten. Ehrlich gesagt haben wir vom Diamant-Clan mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Auch einer der Könige, um die wir uns kümmern, ist in Rage verfallen. Er lebt in den Bergen, fernab von hier. Es stimmt, dass es in der Vergangenheit oft zu Streit zwischen unseren beiden Clans kam, aber solange wir alle hier in Sisui leben, müssen wir solche Probleme gemeinsam lösen. Nur leider gibt es in unseren Rängen so gut wie niemanden, der es mit so einem starken Pokémon aufnehmen könnte. Du bist also unsere einzige Hoffnung. Axander solltest du beim Baumriesen-Kampffeld antreffen, tief im Innerwald. Sein Wächter heißt Dopin. Der Junge hat einen scharfen Verstand, der ihn leider nicht immer vor Torheit schützt. Über sein geliebtes Axander wird er dir bestimmt eine Menge erzählen, ob du ihn nun danach fragst oder nicht. Jedenfalls verlassen wir uns auf dich. Du schaffst das bestimmt. Bis später. Eieieiei. Sie haben gesagt, was sie sagen wollten und haben sich dann sofort vom Acker gemacht. Für sie ist die Zeit wohl wirklich kostbar. Diam und Yona haben ein paar nützliche Informationen mit uns geteilt. Wenn du der Sache mit Axander auf den Grund gehen willst, solltest du am besten direkt zu ihm gehen. Die neue Anhöhenbasis eignet sich bestens als Ausgangspunkt, wenn du dich zum Baumriesenkampffeld aufmachst. Und schau am besten auch mal bei der Weide vorbei, um sicherzustellen, dass du die richtigen Pokémon dabei hast. Eieieiei, okay. Gut, zuerst verhückern wir mal unser Kleinstein. Ja. Kannst du das? Du findest lauter tolle Materialien und kannst sie nicht mitnehmen, weil deine Tasche mal wieder zu voll ist? Dann hör dir an, was ich zu sagen habe. Es soll deine Schaden nicht sein. Okay. Hast du jemals davon geträumt, mehr Sachen in deiner Tasche verstauen zu können? Wenn du meine Kunst der Aufbewahrung erlernst, wirst du dazu in der Lage sein. Was sagst du? Unterrichte mich. Deine Einstellung gefällt mir. Die Unterweisung kostet 100 Poké-Dollar. Bist du damit einverstanden? Ja. Eine kluge Entscheidung, dann schenk mir kurz deine Aufmerksamkeit. Du kannst jetzt eine Itemart mehr in deiner Tasche verstauen. Siehst du, kaum hast du den Dreh mit der neuen Aufbewahrungstechnik raus, schon passen viel mehr Items hinein. Ja, eins, geil. Wenn du mehr Sachen in deiner Tasche verstauen möchtest, kann ich dich in der nächsten Stufe der Kunst der Aufbewahrung unterweisen. Was sagst du? Ja? Oh Gott, okay, ja, 200 gebe ich nur aus. Okay, du sagst eben das Gleiche, oder? Ja, ich habe einen Dreh raus, dankeschön. Wie viel Kohle willst du denn noch? Okay, gib mir halt die dritte Erweiterung auch noch. Alter, das kostet schon 300. Kostet sicher das nächste 400 und das gebe ich da auch noch und dann reicht's. Dann habe ich eh nochmal 3000. Ja, und ich weiß, die kostet 400, oder? Ja, wusste ich das. Stopp schneller. Nein. Ich nehme eh nie Items mit, außer die, die ich wirklich brauche. Ein andermal. Ein Item mehr in der Tasche kann einem auch mal das Leben retten. Ja. Irgendwann, wenn es wirklich so sein soll. So. Okay. Hi, Wumpel. Was hast denn du für eine Quest? Du hast auch eine Quest, hä? Grüß dich. Du siehst wie jemand aus, der Freude am Basteln hat. Kann ich dich um etwas bitten? Hättest du Zeit, dich an meiner ganz besonderen Anleitung zu versuchen? Sie liegt mir sehr am Herzen. Und ich würde mich ungemein freuen, wenn sie jemand mal ausprobieren würde.
Lange Rede, kurzer Sinn. Hier hast du die Anleitung. Aha. Pokémon Kokeshis. Die Anleitung zur Herstellung einer Pokémon Kokeshi benötigt Materialien, 3 Stück Holz. Damit lässt sich ein Pokémon Kokeshi herstellen. Ich wollte Hisui um mein Kunstobjekt bereichern und hoffe doch sehr, dass du meine Idee verwirklichst. Ich kann es kaum erwarten, was du mir wohl für eine herrliche Kokeshi zeigen wirst. Gott. Kann ich das schon? Ich habe wahrscheinlich nur ein Holz. Okay. Dann noch nicht. Wo sehe ich denn meine Quest? Sehe ich die irgendwo? Wahrscheinlich mein Ding, oder? Schnellreise, Ben-Stempel, Missionsliste. Der König des Waldes in Rage. Ja. Nebenmissionen. So. Aha. Ein perfekter Stein zum Erwecken. Ja, der Klang der Wiesen, Zuberts Augen. Ja. Wo bist denn du, Mädele? Ah, okay, da unten. Alles klar. Und giving. Und. Aha. Also kostet ganz schön viel Kraft zur Lauferei. Guten Tag, die Dame. Grüß dich. Würdest du mir deinen Kleinstein überlassen? Ja. Aber nur kurz mal ein Momentchen. Bericht. Spezialverteidigung minus. Initiative hoch. Okay, das ist eher Mist. Kleinstein. Initiative hoch. War das jetzt zweimal das gleiche oder bin ich einfach nur lost? Das war zweimal das gleiche, oder? Ja. Yeah. Spezialverteidigung plus Angriffsminus. Ist ja auch beschiss. Schade, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wenigstens eins dabei ist, das gut ist. Ja, kannst das da haben. Da, bitteschön. Ja. Da, nimm. Unglaublich. Es sieht wirklich wie ein Stein aus. Und dieses Gewicht einfach perfekt. Besten Dank, damit wird mein Gemüse sicher köstlich. Kleinstein. Ja. So, tschüssi. Uiuiui. So. Dann zum nächsten. Und hui. Christi. Hey, du vom Forschungstrupp. Kann ich dir was erzählen? Ich habe etwas Seltsames gesehen. Ich habe im Innerwald nach Gewächsen gesucht, die ich auf dem Feld anbauen kann. Da habe ich gesehen, wie ein Kinossos seine Form geändert hat. Es war in der Dämmerung bei Sonnenuntergang. Kinossos Blüte hat sich geschlossen und es sah nur noch aus wie eine Knospe. Ich war so gerührt, davon die Entwicklung eines Pokémons zu sehen. Als ich aber am nächsten Tag wieder nach Kinosso gesehen habe, stand es wieder in voller Blüte. Warum blüht Kinosso und dann wieder nicht? Ist das, was ich gesehen habe, eine Entwicklung? Bitte zeig mir Kinossos Pokédex-Eintrag, sobald du ihn vervollständigt hast. Nein, das war keine Entwicklung. Bei Dark ist es halt schön und wenn es nicht so schön ist, ist es halt einfach geschlossen. So. Dann werden wir mal was entwickeln, oder? Nein, so nicht. So auch nicht. Wie komme ich auf meine Pokémon? Nein. Ja, servus Wampel. Hey Wampel, willst du dich entwickeln? Na? Ja? Nee? Ja? Vielleicht? Er sagt ja. Tasche. Wampel. Wampel blinkt. Entwickeln. Dann schauen wir mal. Entwicklung momentan nicht möglich. Willst du mich veräppeln?
Was soll denn das? Da steht, ich darf entwickeln und da darf ich doch nicht. Bin mich verarscht. Gut. Hi. Christi. Hast du Pokémon für uns, um die wir uns kümmern sollen? Ja, wahrscheinlich. Find mal verarschtes Wumble irgendwie ein bisschen doof. So. Moment, ist ein gutes Wumble eigentlich, darum. Kommt's hierher. Zier Preise. Könnte ein gutes Pokémon sein, ist halt ein Herrscher. Oh. Zier Preise, du darfst mit. Juhu! So, wir haben Käfer. Du bist ein Käfer, oder? Ja. Käfer, Wasser, Feuer, Elektro, Normalflug, Pflanzeflug. Staralili will ich eigentlich noch loswerden. Also, nicht falsch verstehen, hä? Nicht so loswerden. Hä? Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, ja, der Ball bleibt bei mir. Viel Erfolg und ja, danke. Tschüss. Dann mal Abmarsch. Oh, schon wieder jemanden. Alter, hier sind Quests ohne Ende. Christi. Wenn mir ein Pokémon zu nahe kommt, werfe ich ihm einfach eine Sinelbeere hin und verdufte, während es abgelenkt ist. Hey, du machst doch beim Forschungstrupp mit, oder? Das trifft sich gut. Ich wollte nämlich bald ins Grasland aufbrechen, um dort Glanzsteine zu sammeln. Allerdings habe ich nicht genug Sinelbeeren für solchen Unterfangen. Kennst du dich mit Sinelbeeren aus? Pokémon kommen wieder etwas zur Kräfte, wenn sie eine solche Beere fressen. Deswegen lassen sie sich auch davon ablenken, wenn man ihnen eine hinwirft. Sprich, man braucht einen ordentlichen Vorrat an Sinelbeeren, um wilde Pokémon zu entgehen. Das bringt mich zu dir. Könntest du mir vielleicht beim Sammeln dieser Beeren behilflich sein? Ich denke, 5 Stück sollten genügen. Aha. Keine Ahnung. Die habe ich wahrscheinlich alle verarbeitet. Sorry. Diese frechen Bediza. Ah, Lagerkistchen. Alles verschieben. Ja, brauche ich aber auch nicht. Brauche ich aber auch nicht. Moment. Ich brauche ich schon. Ah. Nein. Ja. Das heißt ja, ich habe jetzt Lagerkiste. Kann man das ein bisschen sortieren? Naja, kann man nicht. Ah doch, kann man. So. Ah, viel besser. Okay. So, die frechen Bediza, was war da? Moment. Du hast bei der Prüfung 3 verschiedene Arten Pokémon gefangen, oder? Dann würde ich dich gerne bitten, etwas für mich zu untersuchen. Ah, diese frechen Bediza. Hi. Ich habe nur kurz nicht hingeschaut, da sind sie glatt an mir vorbei und ins Dorf getapst. Ich habe als Wache der Sicherheitstrupps versagt. Was wird Kommandantin Belial nur denken? Eieiei. Schluss jetzt. Selbstmitleid hilft mir auch nicht weiter. Dann muss ich eben die Bediza einfangen und die Sache wieder richten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Wie soll ich denn eigenhändig 3 freche Bediza fangen? Ah, ich hab's. Diese kleinen Schlingel wiegen sich wohl in Sicherheit, wenn andere Bediza in der Nähe sind. Wenn du also ein Bediza dabei hast und sie damit ablenkst, nutze ich das aus und schnapp sie mir. Ja, so machen wir's. Das ist ein genialer Plan. Ich möchte, dass du mir dabei hilfst, die 3 frechen Bediza einzufangen. Mach man natürlich. Christi braucht Bediza. Ja, ja. So. Mein Erzfeind, ich mag Bediza überhaupt nicht. Danke, tschüss. Ja, red nicht so viel. Muss weiter. So, da bin ich wieder. Erst einmal müssen wir die Bediza finden. Wenn du ein anderes Bediza dabei hast, sollten sie das ausreichend ablenken. Ja, ja, ich habe eins dabei. Es ist Level 3, ich hoffe, du musst nicht kämpfen. So, wo sind denn die Bediza-Dinger?
Wenn ich die Quest aufmache, habe ich wahrscheinlich mehr davon, hä? Mission. Nebenmissionen. Die frechen Bediza. Gut, das sagt mir nur an, wo Ding ist. Da ist mal Verkäuferin. Okay, ich muss sie wohl suchen. Hm? Naja. Bediza! Bremsen! Bediza! Ha, geschnappt! Dein Bediza und du, ihr habt den Dreh echt raus! Ja, ja, so ist das zweite Vieh. Bediza! Bediza? Was ist ein Wampel und kein Bediza? Bediza! Auch nicht! Hier bei dir vielleicht? Bediza! Wo ist denn das Teil? Ja, 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 so. Christi! Habt ihr einen Bediza gesehen? Schade, dachte ich darf vielleicht das Holz nehmen, aber nö. Bediza! Wo ist das Viechchen, ey? Bediza, wo bist du denn? Nope. Hier vielleicht? Auch nicht. Auch nicht. Ich komme da nicht vorbei. Oh, ich kann doch nicht schwimmen, Mann. Das wird weh tun. Na, oder auch nicht. Ich komme nicht mal runter. Okay, dann halt hier lang. Wo könnte das Bediza denn noch sein? Wir biegen mal ab. Christi. Wäsche, Wäsche. Butterdruck, Wäsche. Okay, also in die Richtung ist es mal nett. Hast du einen Bediza gesehen? Hm, wohl nicht. Das Schlimme ist, es ist braun. Ah, da ist eins. Bediza, juhu. Hey, Kleines. Bidi, bidi, bidi. Ha, geschnappt. Dein Bediza und du, ihr habt den Dreh echt raus. Sagtest du schon. Okay, und noch eines. Bediza? Nope. Wo steckt denn das kleine Ding? Möglich? Da ist es. Aha. Bidi, bidi, bidi. Ha, geschnappt. Und das sagtest du schon. So, bist zufrieden. Wir haben es geschafft, damit werden die drei frechen Bediza eingefangen. Ich werde sie dann mal außerhalb des Dorfes wieder freilassen. Halt, stopp! Bevor du sie freilässt, nehme ich sie lieber zu mir in den Bautrupp. Was? Aber beim Bautrupp haben sie mit ihren Zähnen doch den größten Schaden angerichtet. Ja, aber so sind Pokémon nun mal. Woher sollen sie denn die Regeln unseres Dorfes kennen? Außerdem zeugt ihr frühe Vorliebe für das Holz unserer Gebäude von gutem Geschmack. Sie werden allerdings nicht einfach nur hier bleiben, sondern uns auch bei der Arbeit helfen.
Durch ihr wiederholtes Eindringen ins Dorf haben sie jede Menge Ausdauer bewiesen. Zusammen mit ihren robusten Zähnen, für die weder Holz noch Stein ein Hindernis darstellend, macht sie das perfekt für den Bautrupp. Na, wie sieht's aus? Wollt ihr mit uns arbeiten? Nach harter Arbeit schmeckt das Essen sogar noch besser, glaubt mir. Pizza! Das wollte ich hören. Ob die frechen Petizer wirklich bei der Arbeit helfen werden? Aber Sasanka ist ja dabei, da brauchen wir uns sicher keine Sorgen zu machen. Damit hat sich die Sache erledigt. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Vielen Dank. Ja, ja, kein Problem. Coolen Sonderbonbon. Na, wie ist das Wertebefinden? Konntest du meine geheime Kunst des Überraschungsmanövers schon meistern? Nun, so oder so habe ich hier ein paar Supertränke für dich. Aufs Haus! Die Arbeit des Forschungstrupps sorgt im Endeffekt ja dafür, dass meine Geschäfte besser laufen. Insofern ist eine Investition in dich auch gleichzeitig eine Investition in mich. Ja, drei Supertränke, cool, danke. Gut. Damit verabschiede ich mich. Die Ruinen der Region rufen meinen Namen. Hi. So. Und meinen Namen rufen sie auch. Für heute war es das wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.